Herr Kollege Huben, es gilt nach wie vor der Grundsatz, dass ich aufrufe. Ja, das wäre ganz angemessen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, werte rechtsextreme Fraktion, Sie beginnen. Herr Abgeordneter Faber, ich werde mir das Vorabprotokoll bringen lassen und werde Ihre Anrede nach der Begrüßungsformel prüfen, inwieweit dort eine entsprechende Rüge oder Ordnungsmaßnahme angesagt ist. Ich behalte mir das vor. Herr Kollege Trittin, Sie sind hier gerade auf einem schmalen Grat. Sie haben gemerkt, dass Ihre radikalen Freunde da draußen im Social Media dazu aufrufen, die Wege ins Parlament zu blockieren. Und weil Sie die für sich einnehmen wollen, wollen Sie genauso den Weg der Gesetzgebung blockieren, wie die da draußen den Weg ins Parlament blockieren wollen. Sie wollen sich mitversammeln hinter Ermächtigungsgesetz und sonstigen Banalisierungen. Sie wollen die Institutionen in den Schmutz ziehen, weil sie sie hassen. Und das ist der eigentliche Beweggrund für das, was Sie hier tun. Sie haben keine Alternativen, Sie wollen nur Krawall machen. Und bei diesem Quatsch machen wir nicht mit. Das Gesetz, das die GroKo vorlegt, es ist schlecht, aber es errichtet keine Diktatur. Ist nicht der Fall. Frau Kollegin Baas, der Kollege Schöneburg, FDP, würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Nein, im Moment nicht, danke. Gentechnisch veränderte Pflanzen haben vor allen Dingen Saatgut- und Chemiemultis reich gemacht, statt den versprochenen essentiellen Beitrag zur weltweiten Ernährungssicherung durch weniger Pestizide oder weniger Düngemittel. Für uns wäre Hausarrest für Menschen prinzipiell unverhältnismäßig und deshalb sollte diese Maßnahme gleich gar nicht im Gesetz erwähnt werden. Wir müssen nun gewichten, Prioritäten setzen, abwägen. Herr Bundesminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Nein, Herr Präsident, ich möchte meine Rede jetzt gerne im Gesamtzusammenhang halten. Bietet oder nicht, es geht darum, dass wir, es geht das, was Sie abschaffen wollen. Sie wollen den Menschen ihre Wahlfreiheit nehmen und das machen weder ich noch die Kollegin Bauer mit. Herr Kollege Dr. Schöneburg. Ja, Herr Fechner, zunächst mal ist mir peinlich, dass ich nach diesem Beitrag jetzt zu Ihnen sprechen muss. Rein technisch ging das nicht anders, aber es muss leider so sein. Möglich. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Wahl ohne Auswahl. Das ist ungefähr so wie Weihnachten ohne Weihnachtsmann. Das funktioniert das ist die Rede nicht. Ohne und es wäre Redezeit. Notwendig, dieses Thema anzugehen, wenn Sie die Sozialwahlen reformieren. Hier springen Sie leider auch zu kurz. In diesem Sinne, für dieses Gesetz gibt es von uns eine Enthaltung. Vielen Dank, liebe Kollegen. Vielen Dank. Lieber Johannes Vogel. Und Keterum Kensio füge ich hinzu, ran an den Speck, Frau Karliczek. Dankeschön.